Ich sag mal so, einen zweiten Joystick und einen zweiten Dübel hätte ich. Ich sag mal so, einen zweiten Joystick und einen zweiten Dübel hätte ich noch. Seid gegrüßt, Freunde, aus dem wunderschönen Bonn. Wir haben uns hier versammelt, ja, und haben noch einen Special Guest mitgebracht. Ja? Kein geringerer als Mr. Street Comedy himself, Simon Gose, Johannes. Du, alles gut? Ja, alles gut. Und wir sind ja. Wir haben uns gedacht, wenn du jetzt schon dabei bist, wäre es irgendwie geil, wenn wir nicht nur unseren Kram machen und du kommst dazu, sondern dass wir auch irgendwie Klassiker von dir mit einbauen könnte. Unbedingt. Klassiker von mir jetzt bin ich jetzt aber eigentlich nicht vorbereitet. Da wirst du jetzt nicht, wie wir das machen. Ich dachte, wir machen was von euch. Hast du gar nichts von deinen alten Sachen dabei? Nee. Aber wir machen Street Comedy, ja? Street Comedy. Okay, das ist dann vielleicht der Moment, wo ich mein Zepter an euch überreichen sollte. Was denn? Nee, was denn? Nee, alles gut, danke. Das ist ganz schön respektlos von den Jungs hier. Egal. Hi. Hi. Sorry, ich würde dich jetzt voll gern anquatschen, aber ich weiß nicht, was ich dir erzählen soll. Ich würde dich voll gern anquatschen, aber ich weiß gar nicht, was ich dir erzählen soll. Ja. Aber du bist so ein bisschen belesen. Aber kannst du mir vielleicht sagen... Du bist ja so ein bisschen belesen. Vielleicht kannst du mir ja irgendwie sagen... Was interessant wäre. Dass ich dir was Interessantes sagen kann. Dass ich dir irgendwas Interessantes sagen kann. Was dir dann gefällt, dass wir... Was dir dann wiederum gefällt. Dass wir glücklich werden. Dass wir halt irgendwie hier glücklich werden. Weiß nicht. Ob ich belesen bin? Nee, ich mach nur so Fernsehblödsinn. Ja. Aber was das ist? Was ist Fernsehblödsinn? Ja. Na, so No-Brainer-Zeug. Aber was könnte denn jetzt mal interessantes... No-Brainer-Zeug halt. Aber was wäre denn jetzt mal ein interessantes Gesprächsthema? Was wäre jetzt mal ein interessantes Gesprächsthema? Findest du vielleicht Schminke interessant? Ist vielleicht irgendwie Schminke interessant? Nee? Oder Justin Bieber? Sexismus? Das ist zu kompliziert. Das ist mir zu kompliziert. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, ich bin dir nicht gewachsen. Ich bin dir nicht gewachsen, glaube ich. Ja. Vielleicht muss ich mich mehr über Schminke informieren. Nee, das war ja nur so eine Idee. Ich habe ja keine Ahnung. Das ist nur im Zuge der Gleichberechtigung. Wäre es auch mal schön, wenn ihr Frauen uns die Themen geben würdet, mit denen wir euch dann anflirten können. Gleichberechtigung müsstet ihr Frauen uns ja auch mal ein paar Ideen geben, über was man so sprechen kann. Im Zuge der Gleichberechtigung? Ja. Das heißt, Männer haben Frauen schon Themen gegeben und jetzt... Genau. Ja, wir müssen ja immer kreativ sein. Wir müssen ja immer kreativ sein. So anzuflirten. Und mir fällt halt nichts ein. Ich gehe nach Hause, spiel PlayStation. Okay. Ah, danke. Ja, und einen Dübel hau ich mir auch noch rein. Das ist ja nichts, was du gut findest, oder? Nee. Ich sag mal so, einen zweiten Joystick und einen zweiten Dübel hätte ich. Ja. Siehste, ich hatte von Anfang an recht. Habe ich von Anfang an recht gehabt. Tschüss. Tschüss. Hallo ihr beiden links. Hi. Hi. Ich bin der Chris. Und ich bin der Dominik. Und wir haben eine neue Fernsehsendung. Und wir buhlen um unsere Zuschauer. Ja, weil Sender ist ja klein, wir wollen aber, dass die Leute quasi das mitbekommen. Promotour. Dann sagen wir mal noch den hier. Ihr könnt auch noch zuhören. Also so. Ach geil, noch zwei mehr. Guck mal, haben wir direkt vier Zuschauer. Ja. Chris, wir machen eine Städtetour. Also wir reisen von Stadt zu Stadt. Also zum Beispiel Hamburg. Berlin, München. Frankfurt, Gütersloh. Recklinghausen, Wattenscheid, München waren wir, Stuttgart, Hannover, Augsburg, Göttingen, Salzgitter, New York,
waren wir nicht. New York waren wir nicht. London waren wir auch nicht. London waren wir auch nicht. Wir müssen jetzt auch noch in Gera, wir müssen jetzt Görlitz. Auch noch nach Gera, Görlitz. Dann da oben die Kante. Da oben die Kante. Bei Holland, Kronau. Hier bei Holland, Kronau. Dann, ja. Ach, Dresden habe ich jetzt vergessen. Ja. Das ist wieder andere Ecke. Ja. Essen habe ich auch vergessen. Essen Frankfurt. Auch. Frankfurt, genau. Essen, ja. Südlich, richtig. Marburg. Marburg, so ein bisschen südlicher, ja. Marburg ist ein schönes Städtchen, ne? Komm mal, ist ein schönes Städtchen da, ne? Warte mal da. Ja. Und natürlich oben Mecklenburg-Vorpommern. Oder natürlich die, noch Mecklenburg-Vorpommern. Also Schwerin, ja, die Ecke. Jena waren wir. Jena. In Jena waren wir auch. Ja. Aachen. Aachen. Stuttgart. Stuttgart auch, ja. Genau, richtig. Ja. Da wohnt ja der von Pur. Da wohnt ja dieser Dude von Pur, der Sänger. Hartmut Engler. Komm mit mir ins Abenteuerland. Da waren wir noch nicht. Im Wilhelmshaven. Da noch nicht. Wilhelmshaven war. Münster. Münster. Neumünster. Neumünster auch. Kiel. Kiel. Überall. Konstanz, Koblenz. Konstanz, Koblenz. Dann gehen wir mal eine Bank weiter, machen unsere Promotour weiter. Nee, wir müssen ja, wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen jetzt weiter. Nächste Bank. Ist ja Promotour. Das ist eine Promotour. Habt ihr schon die neue Jolie gelesen? Nee. Weil ich mich frage, in welchem Monat ist Megan jetzt schwanger? Ich habe nur eine kurze Frage. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, in welchem Monat ist die Megan eigentlich schwanger? Warst du mitgezählt? Hast du mitgezählt? Ich meine Geburtstermin im Mai. Ich meine, Geburtstermin wäre im Mai. Aber der Harry ist okay, oder? Aber Harry ist okay, ne? Du fragst mich die falsche. Aber Elle liest du, ist okay, oder? Ich weiß gar nicht. Aber die Gala? Die Gala? Ich bin leider gar nicht bei Promi. Bunte? Bunte? Okay, also du liest nicht mal das Goldene Blatt. Und nichts anderes aus dem Boden. Um irgendwas mit Promis zu erfahren, musst du ins Juridikum gehen, da weißt du, glaube ich, mehr. Wohin? Zum Juridikum, da sind die ganzen Mädels, die sich mit sowas beschäftigen. Ich bin übrigens tätowiert. An manchen Stellen. Magst du Tattoos? Ich hab nichts gegen Tattoos. Das ist schon krass. Das sind schon Schmerzen. An mir jetzt nicht, aber. Ach so. Ja, weil ist schon eine krasse Sache. Ist ja auch mit sehr krassen Schmerzen verbunden. Macht nicht jeder. Ich habe auch manche Stellen, die so nicht jeder hat. Und ich bin auch tätowiert an Stellen, wo nicht jeder tätowiert ist. So. Krass, ne? Krass, ne? Das ist krass. Ja? Ja. Findest du? Ist schon auch irgendwie krass, ne? Jeder, wie er will, ne? Du bist auch schon so. Krass, kann man sagen. Krass. Ja? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Hm. Okay, ich muss jetzt weg, aber ich liebe so intellektuelle Gespräche. Ich liebe so intellektuelle Smalltalks, Gespräche und so, das gefällt mir. Ja, und so Promi-Talk fandst du intellektuell? Ja. 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 Tschüss. Tschüss. Jo.